Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Terraria-Gameplay von Shox und Trosti zusammen. Und wir lesen wieder Kommentare weiter. Und zwar beginnen wir diesmal mit dem Kommentar von Baumo YT-Freak. Der hat mir geschrieben bei Zombie Raiders, bei einem Video bei Folge 5 Zombie Raiders, hat er mir geschrieben: Zock doch mal Fallout Shelter. Mittlerweile habt ihr das in meinem Kanal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich da nochmal irgendwann reinschaue. Das ist halt, eigentlich ist es, ich wollte gerne mal zeigen, wie sich das so spielt und ja, aber ich finde eigentlich ist das so gar nicht, so richtig lange fesselnd ist das gar nicht. Das ist, für ein Let's Play ist es schwierig, aber für zwischendurch, wenn du das so zocken willst, musst ja nicht bezahlen, da ist das schon mal ganz in Ordnung. Zenax, also Z3N4X, TM, fragt, ob wir mal zusammenspielen können. Hat er auch gefragt bei Folge 5 Zombie Raiders. Wir müssen Zombie Raiders weiterspielen. Ich muss unbedingt Zombie Raiders weiterspielen, aber das ist, es ist immer schwer. Ich brauche so ein Spiel, das muss mich fesseln. Und Zombie Raiders hat mich so genervt auch, dieses ständige Rumgesterbe. Ich habe es nicht mal geschafft, mein Haus... In meinem Haus war ich nicht mal sicher, weil die Zombies das immer wieder kaputt gekloppt haben. Oh. Da hatte ich relativ schnell, wenn der Frustfaktor kommt, dann habe ich die Schnauze relativ schnell voll. Da habe ich keinen Bock mehr. Das ist, das ist immer so ein... Und es gibt ja so viele Spiele, die man ausprobieren kann, wo man zeigen kann, wie sie so spielen. Da ist es einfach... Naja, mal gucken. Vielleicht gucke ich mal rein bei Zombie Raiders. Vielleicht gab es da ein paar Updates und vielleicht hat sich das ein bisschen verändert. Android Shortplay Nebulus, ich glaube, das war Folge 1. Danny Winkler hat geschrieben: Sag doch mal deine ID von deinem Account, dann kann ich dir eine Freundschaftsanfrage schicken. Mittlerweile habe ich, glaube ich, 15 Freunde bei Nebulus. Und da kann man richtig coole Team-Gameplays machen. Allerdings ist es so, ist immer schwer anzukündigen, weil das immer so spontan, weil das ist halt, Android-Spiele sind ja Spontan-Spiele. Da zockt man jetzt. Und das ist immer so schwer, einen Zeitrahmen zu planen. Wie gesagt, zumal es ja gar nicht so einfach ist, ich habe ja nun mal eine Familie. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe, wenn ich mal Frühschichtwoche habe oder Wochenende frei habe, dann machen wir mal Samstagabend ein 20 Uhr, eine Stunde, können wir eine Stunde Nebulus spielen, können wir ein cooles Team-Gameplay machen und dann können wir mal gucken, was wir da so hinkriegen. Ihr seht ja jetzt auch immer, dass diese Nebulus-Folgen, ich nehme ja dann, wenn ich am Stück mal 2 Stunden aufnehme, ich mache ja trotzdem so, dass ich es nur alle 3 Tage veröffentliche, einfach deswegen... Weil ich einen geregelten Ablaufplan haben will. Das macht halt keinen Sinn, wenn ich alles, was ich aufnehme, jetzt sofort raushaue, 4 Folgen am Tag, und dann aber auch mal 2 Wochen gar nichts habe. Das ist, das macht keinen Sinn. Deswegen kommen jetzt eben manchmal jetzt immer noch Folgen, die von vor 4 Wochen aufgenommen sind. Das mache ich halt bewusst auch irgendwo so bei diesen Sachen. Und meine ID steht in der Videobeschreibung von jedem Nebulus-Video. Da könnt ihr mir also gerne, wenn ihr wollt, was schreiben. Ja, Shox mir vorgeschlagen, ich könnte doch einen Hashtag bei Twitter machen. Hashtag Quitschi spielt jetzt. Wäre eine Variante. Aber nun habt ihr mir, Elan Elo zum Beispiel, hat mir ja auch geschrieben, dass ihr ja die meisten, also das heißt die meisten, viele haben ja gar kein Twitter. Gerade mal noch so Facebook. Und ich versuche ja immer Facebook, oh Alter, was mir los. Ich versuche ja immer Facebook und Twitter gleichzeitig irgendwie zu bedienen, aber ich möchte da gerne einen Automatismus drin haben. Ich möchte gerne irgendwie hinbekommen, dass meine Posts, ich weiß nicht genau wo am besten, aber dass die so zeitgleich kommen, also und automatisch weitergereicht werden, weil das macht irgendwie so, da musst du bei... Also am besten wäre vielleicht bei Instagram, aber da kann man nur Bilder posten, ne? Weiß ich nicht so genau. Aber irgendwo, dass man es irgendwo hinschreibt und automatisch an Facebook und an Twitter weiterleitet, das wäre ganz cool. Oder von Twitter an Facebook weiterleiten, aber dann eben nur bestimmte Tweets und nicht alle, weil zum Beispiel die ganzen Videos, die werden ja schon automatisch weitergereicht. Ach naja, mal gucken. Mal gucken, ob ich dann eine Lösung finde. Zenax hat auch gefragt bei... Zombie Raiders, welche Map ich spiele. Ja, da war ich auf Europa. Aber mittlerweile habe ich es auch schon wieder seit 3 Wochen nicht mehr installiert oder seit 4 Wochen nicht mehr installiert. Weil ich so viele... Ich glaube, ich werde jetzt erstmal Batman wieder löschen. Das macht auch nicht mehr so richtig viel Spaß. Das ist auch immer das Gleiche.
Mal sehen. Ich weiß gar nicht, ich weiß immer gar nicht so, wie viele Leute das überhaupt angucken, ob es überhaupt jemand interessiert. Und gerade bei Batman habe ich in den Kommentaren relativ wenig bis gar nichts an Aktionen. Ich glaube mal, das ist einfach wirklich so, da guckt man nur mal rein und dann sieht man, ach, das ist langweilig und guckt wieder raus. Und mir macht es selber auch beim Spielen kaum noch Spaß, weil es immer wieder das Gleiche ist. Wobei andererseits, na gut, die letzte Folge jetzt mit der Bat, mit dem Flugzeug, oh. Das war eine Katastrophe. Das hat, oh, die Steuerung, wenn ich daran denke. Hilfe, Polizei, Hilfe, 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 Hilfe. Uiuiuiuiui. Könntest du auch bei YouTube melden, genau. Danny Winkler hat gefragt bei Nebulus, könntest du auch bei YouTube melden, wenn du online Nebulus spielst? Und er hat mir sogar ein Video dafür gemacht. Ein Video, so eine Art Intro, 20 Sekunden lang, in dem da kommt Musik und dann steht da, Quitschewu spielt jetzt Nebulus. Ich habe das noch gar nicht hochgeladen, das wäre halt schon ganz cool. Aber ich meine, kriegt ihr das denn wirklich mit? Seht ihr das, wenn ich jetzt bei YouTube jetzt ein Video hochlade und da reinschreibe, hier in 10 Minuten spiele ich Nebulus, würdet ihr das mitbekommen? Seht ihr das? Ich weiß es nicht. Dann müsste ich es immer wieder neu hochladen. Also hochladen, löschen, beim nächsten Mal wieder neu hochladen. Könnte man auch versuchen. Ist halt aber nicht mit Twitter zu vergleichen. So, immer noch schon trinken, ja. Ja, ist der Hals trocken? So, Tipp von xxpaddycoolxx bei Nebulus. Über 250 Punkte kannst du von den schwarzen Löchern gesplittet werden. Das muss ich mir merken, 250. Ich dachte immer, es liegt bei 200, aber jetzt ist es ganz gut zu wissen. Was noch? Kannst du mal DBZ Dokkan Battle oder WWE Supercard testen? Da hat der Schocks, glaube ich, dazu geschrieben, dass man das bezahlen muss. Dragon Ball Z, ich muss ehrlich zugeben, Dragon Ball Z und auch Pokémon ist an mir vorbeigegangen. Ich glaube, dafür bin ich schon ein wenig zu alt. Ich glaube, das waren so immer die 5 Jahre jüngeren Leute, die das damals geguckt haben, die Trickfilme. Aber vielleicht finde ich da was. Shortplay Nebulus. Danny Winkler schreibt, warst du gestern Abend online? Na, warte mal, was hab ich denn das? Hab ich da was geschrieben? Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht auf den falschen Knopf drücke, weil dann finde ich nämlich diese Kommentare ewig nicht wieder. Ja, ich habe gespielt, aber habe es nicht aufgenommen, habe ich dazu gesagt. Dafür am nächsten Tag. Und da haben wir dann auch ein cooles Teamplay gemacht. Bei Nebulus schreibt dann Danny dazu, ab 20.000 Punkten verlierst du jeweils 100 Punkte in 2 Sekunden. Das ist dafür gedacht, dass man eben nicht dauerhaft so groß wird. Da muss man sich schon Mühe geben, Punkte zu erhalten. Aber finde ich ganz cool. Finde ich ganz cool. Ja, hat Schocks geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum 600. Video. Das war mein Shortplay Nebulus. Da war Nebulus noch ein Shortplay. Jetzt ist ja mittlerweile ein Let's Play. Bei Android Let's Play Emily's True Love hat Sandy Matt geschrieben, ich finde es sehr interessant, wie du Emily synchronisierst. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, das emotional feminin zu machen. Oder feminin emotional oder wie auch immer. Ein wenig verliebt jedenfalls. Ist mir vielleicht gar nicht so gut gelungen. Das war gar nicht mal so gut, wahrscheinlich. Dann auch wieder Nebulus. Könntest du das mal Let's Playen, hat Danny gefragt. Ja, mittlerweile haben wir es als Let's Play. Die hat geschrieben, ich feiere so den Einspann. Weil ich da im Intro gesagt habe, was ist denn das? Irre. Hat er nochmal zitiert, immer wieder geschrieben. So, dann haben wir auch... Holly LP fragte mich, auch bei Emily's True Love, kannst du mal Jurassic World The Game zocken? Ich habe das probiert. Ich habe das gesucht und hab's aber nicht gefunden. Vielleicht muss ich da nochmal irgendwie anders rankommen. Aber eigentlich, wenn es das nur für Android gibt, umso, hat er geschrieben, es gibt's nur für Android, das wäre ja optimal. Da kommt man ja mal, das wäre ja mal so, gerade so eine Android-spezifischen Sachen, das ist ja richtig cool. Da muss ich nochmal reinschauen. Ey, jetzt bin ich bei den Kommentaren angekommen, wo ich versprochen habe, dass ich mir mal anschaue. In meinem Upload-Plan steht es, glaube ich, auch schon drin, das Spiel.
Ich muss echt, wenn ich Batman aufhöre jetzt, dann muss ich mir mal noch so ein anderes Spiel angucken. Heute übrigens erst habe ich eine E-Mail bekommen vom Hersteller des Spiels für Subway, heißt das, glaube ich. Da kann man irgendwie, ist es Straßenbahn-Management-Game? Ich weiß gar nicht so ganz genau. Oder ein U-Bahn-Game. Da steigen dann immer Leute aus mit ein. Ich habe es nur im Play Store gesehen. Mit dem Intro-Video. Mit dem Vorstellungsvideo. Ich habe keine Vorstellung, wie es wirklich genau läuft und was man da machen muss. Ich werde es mal antesten, denke ich mal. Mach mal ein Shortplay draus. Hat er mich gefragt, ob ich es machen würde? Ja, sage ich. Wenn jemand ein Spiel produziert und mich fragt, ob ich es mal vorstellen möchte, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Bin ich ja froh, wenn ich nicht darum bitten muss, dass ich es spielen darf, sondern wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, hier, pass auf, hätte ich gemacht, kannst du, wäre geil. Finde ich cool. Sandra Nassler hat bei Blogtalk gefragt, kannst du mich bitte abonnieren? Ich habe dich schon abonniert. Ach, ich muss sagen, es tut mir leid. Ich gucke zwar gerne mal in eure Kanäle rein. Sehr gerne. Aber ein Abo gegen ein Abo bringt keinem was. Wirklich nicht. Ehrlich, glaub mir das. Wenn ich dich jetzt abonniere, um dann nicht reinzuschauen, das bringt uns beiden wirklich nichts. Absolut nicht. Ich gucke immer gerne mal rein, wenn jemand bei mir in die Kommentare schreibt, und ich den Namen öfter mal lese, gucke ich auch gerne mal rein, was macht derjenige so für Videos. Und ich teile auch gerne mal ein Video bei Twitter, wenn mir das gefällt. Aber ein Abo gegen Abo, echt, also, ist echt doof. Jetzt muss ich dazu sagen, es gibt ja dann auch so Kanäle wie zum Beispiel Commander Krieger, der noch eine Nummer härter ist, der sagt dann sogar, wer mich nach Abo gegen Abo fragt, der kommt gleich auf die Blockierliste. Ja gut, so krass bin ich nicht. Ich gucke ja gerne mal in die Livestreams vom Commander rein. Und ich muss jetzt sagen, ich war letztens echt enttäuscht. Da hat er in einem Video gesagt, ich weiß gar nicht, worum es da ging. Und da hat er irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, wenn du jetzt schon kommentiert hast, bist du sowieso unten durch. Und das fand ich so bekloppt, ehrlich. Da war ich absolut anderer Meinung. Mittlerweile ist es ja so, dass bei YouTube auch bei der Handy-App ist es möglich, einen Kommentar zu schreiben, während das Video im Hintergrund noch läuft. Man kann also zuhören, wie derjenige weiterspricht und spielt, während man einen Kommentar schreibt. Und es ist einfach so. Ich kann mir nicht, wenn ich am Anfang, schon in den ersten 10 Sekunden, gleich was sehe, wozu ich was schreiben möchte, dann kann ich doch nicht warten, bis das Video von ihm zu Ende ist, um dann dazu etwas zu schreiben. Das hat ja schon deshalb keinen Sinn, weil ich mir die ganze Zeit merken will, was ich sagen und schreiben will, dann kriege ich doch gar nicht mehr mit, worum es in dem weiteren Video geht, weil ich immer meinen Gedanken im Kopf habe. Dann verstehe ich nicht, am besten ist doch dann wirklich gleich den Gedanken schreiben und das Video dann weiterschauen. Und dann vielleicht noch einen Kommentar schreiben. Am Ende hat er von mir 5 Kommentare in dem Video. Da hat er doch nur was davon. Was soll denn dann so ein Satz wie, wenn du jetzt schon kommentiert hast, bist du sowieso unten durch. Ist doch assi. Das fand ich völlig assi. Naja. So, wir haben noch 30 Sekunden etwa. Mal gucken, ob ich noch einen Kommentar finde. Bei Nebulus hat Schocks geschrieben, neben mir ist einfach der Platz 1 offline gegangen. Ich habe ihn eingesammelt und war direkt Erster in der